Willkommen zurück bei einem von meinen Videos. Normalerweise am Anfang. Ach, erstmal das Annika. Hi. Wir haben uns heute zusammengetan, weil wir über ein Thema reden wollen, beziehungsweise etwas ansprechen wollen. Ich möchte vor, also es kommt viel auch von mir, weil es mir wichtig ist. Wie ihr vielleicht schon merkt, normalerweise am Anfang von Videos bin ich eher aufgedreht und lustig. Oder prinzipiell meine Videos sind großteils unterhaltsame Videos. Heute allerdings ist es mehr sowas wie ein Real Talk, wo wir einfach zwei, drei Sachen sagen. Beziehungsweise ich sage sehr viel, ich sage viel meine Meinung. Annika ist einfach dabei, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Vielleicht sie sieht irgendwas anders als ich. Dann kann sie mich korrigieren und einfach ihre Meinung mit einfließen lassen. Wir machen ja beide Instagram, sehr, 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 sehr aktiv. Oft, wenn ich auf Instagram, ob das jetzt in meinen Kommentaren ist oder in meiner Story ist oder eine private Nachricht bekomme, wenn es um unsere Beziehung geht, dann reagiere ich da meistens sehr gereizt drauf. Also das haben viele mitbekommen auf Instagram, weil ich halt auch in meiner Story oft sage, oft sehr gereizt auf Fragen antworte. Und zwar wurde ich dann, das ist jetzt der Impulsgeber für dieses Video für mich gewesen, hat mich eine Freundin von mir angeschrieben, die ich schon super, super lange kenne. Und sie hat mir geschrieben: Warum reagierst du eigentlich in deiner Instagram-Story oder so immer so pissig, wenn es um die Beziehung von dir und Annika geht? Ich dachte, ich würde mich einfach kurz halten, ich erkläre ihr das schnell. Hab ihr ein Audio gemacht und dann ist mir aufgefallen, die Audio ist einfach fast 6 Minuten lang gewesen. Weil ich halt eine Menge dazu zu sagen habe. Danach ist mir aufgefallen, jetzt weiß sie zwar meine Meinung, aber eigentlich solltet ihr da draußen alle wissen, warum ich so reagiere. Deswegen drehen wir dieses Video. Und jetzt fangen wir an, ohne lange drum herum zu reden. Also am Anfang, als ich und Annika zusammengekommen sind, haben wir unsere Beziehung gar nicht veröffentlicht. Wir waren so 2-3 Monate zusammen, ohne dass wir irgendwem gesagt haben, dass wir beide zusammen sind, dass wir beide uns lieben. Also wir beide machen, wie ihr vielleicht wisst, Instagram, beide so um die 300.000 Follower. Dementsprechend, normalerweise, wenn man in eine Beziehung kommt, dann veröffentlicht man das. Dann postet man, yo, wir sind jetzt zusammen, wie auch immer. Wir haben das nicht gemacht, die ersten 2-3 Monate auf jeden Fall. Aus dem Grund, weil wir wussten nicht, wie werdet ihr darauf reagieren? Wie ernst ist auch unsere Beziehung? Wollen wir wirklich für immer zusammenbleiben? Weil wenn wir nur jetzt uns gerade irgendwie gefunden haben und das bald schon wieder in die Brüche geht, dann, und wir euch dann sagen, ja, wir sind jetzt zusammen, dann kommt wieder, ja, wir haben jetzt wieder Schluss gemacht und so, das wollten wir euch halt auch so ersparen, so ein bisschen. Deswegen haben wir erstmal so 2-3 Monate geschaut, wie ernst uns das mit der Beziehung ist und haben sie eben nicht gesagt. Nach 2-3 Monaten wollten wir uns natürlich oft treffen, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, ich bin oft zu Annika gefahren, sie ist oft zu mir gefahren, wir haben einfach Zeit miteinander verbracht und jedes Mal konnten wir halt nicht richtig eine Instagram-Story machen, weil dann 1000 Nachfragen haben, oh, sind die zusammen und so weiter. Wir konnten keine Bilder zusammen posten, wobei wenn man, ich weiß nicht, wer von euch alle schon in einer Beziehung war, könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr schon mal eine Beziehung hattet, aber wir hatten halt unfassbar süße Pärchenfotos. Man macht halt dann Bilder miteinander, man hat dann auch Lust, die zu posten und so, gerade wenn man so viel auf Instagram ist. Auf jeden Fall, irgendwann haben wir uns dazu entschieden, komm, was ist denn dabei? So, wir können es ja einfach sagen, wir haben ja keinen negativen Aspekt davon. Gerade am ersten Abend, als wir es veröffentlicht haben, wir lagen da und zwar so befreiend einfach in der Story. Erinnerst du dich daran? Ja. Es war richtig, richtig, richtig befreiend, als wir dann da lagen und einfach, wir konnten uns einfach gegenseitig in der Story posten. Das war irgendwie auch ein schönes Gefühl und irgendwie voll, ich weiß nicht, so Abenteuer, ich weiß nicht, keine Ahnung, mega komisch zu beschreiben. Recht schnell hat es dann angefangen, dass sich Menschen Step by Step in unsere Beziehung eingemischt haben. Was prinzipiell für keine Beziehung gut ist, sondern jeder Beziehung schadet, wenn andere Menschen glauben, dir zu sagen, wie du deine Beziehung zu führen hast. Das wurde immer mehr. Wir haben unsere Beziehung gepostet und die Bilder haben halt extrem viel Reichweite bekommen. So, das war uns beiden nicht klar, als wir das veröffentlicht haben. Die Bilder haben teilweise bis über 100.000 Likes bekommen, was halt ein Vielfaches von dem ist, was wir normalerweise haben. Und auch die Videos haben großteils bei mir über 1 Million Klicks gemacht, die ich mit ihr hochgeladen habe auf Instagram. Dementsprechend haben sich halt super viele für diese Beziehung interessiert, was ja auch okay ist. Also ich meine, ich fand es ein bisschen übertrieben, aber es ist ja in Ordnung. Also wenn ihr das halt spannend findet oder euch das gerne anschaut, ist das ja vollkommen in Ordnung. Nur es ist halt trotzdem noch unsere Beziehung. Sie geht euch halt nur bis zu dem Punkt an, was wir posten. Ihr habt nicht mitzubestimmen, wie wir unsere Beziehung zu leben haben. Ich bin dann zu Lena gefahren. Lena ist eine Influencerin, eine YouTuberin, so wie wir beide im Endeffekt. Und schon seit Jahren eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Als ich und Lena uns kennengelernt hatten, waren wir beide
wir drei wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt schon Social Media gemacht hast. Super unerfolgreichen Social Media. Ja, und wir sind einfach schon lange gute Freunde. Also habe ich mit Lena abgemacht. Ich fahre eine Woche zu Lena. Wir drehen da Videos. Also war ich dann bei Lena. Direkt am ersten Tag, glaube ich, wo wir eigentlich Videos drehen wollten. Ich war dann knapp eine Woche eben bei Lena. Dann sind wir einmal Skifahren gegangen. Und dann habe ich meine Story gepostet, wie ich dann auf dem Berg stand und Ski gefahren bin. Happy Boy. Dann bekommt halt Annika direkt so Nachrichten wie: Warum postet er Happy Boy, wenn er bei anderen Mädchen ist und nicht, wenn er bei dir ist? Und, wo hast du die? Ja, warum ich nicht eifersüchtig bin, dass er bei anderen Mädchen im Bett schläft oder... Habe ich nicht mal. Aber ich hätte ja sogar bei Lena im Bett... Es geht euch halt auch einfach nichts an. Okay, sorry. Also, erzähl weiter. Eifersüchtig wegen Lena. Ist es für dich okay, dass dein Freund bei einem anderen Mädchen schläft? Wenn du sehr eifersüchtig bist, macht es dir dann nichts aus, dass Nathan bei Lena ist. Bist du nicht eifersüchtig, wenn Nathan bei Lena ist? Keine Ahnung, wer schon. Und so weiter und so fort. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Beziehung. Und nur aufgrund dessen, weil ihr halt in Social Media seid, bekommt ihr jeden Tag hunderte an Nachrichten. Und in diesen Nachrichten sind Texte, die eurer Beziehung schaden. In jedem dieser Texte wird Annika verunsichert, ob sie mir denn vertrauen soll. Jedes Mal bekommt sie mehr vermittelt, sie sollte mir eigentlich nicht so sehr vertrauen, dass es total unnormal ist, dass ich so lange bei Mädchen bin, warum ich denn so glücklich bin, wenn ich mit Lena bin und dass ich das nicht bin, wenn ich mit ihr bin. Das bekommt sie von euch vermittelt. Woher nehmen sich Zuschauer aus dem Internet das Recht, jemanden komplett Fremden, also uns beiden, solche Nachrichten zu schreiben? Ich finde, das ist so unfassbar dreist. Und dann, ich habe mit anderen drüber geredet schon. Ich bekomme dann immer zu hören: Ja, ihr seid Influencer, ihr müsst damit leben. Warum müssen wir damit leben? Also warum ist es in Ordnung, dass ihr uns sowas sagt und anderen normalen Menschen? Bei denen ist klar, denen sagt man sowas nicht. Aber wir sind Influencer, da ist das in Ordnung. Seid ihr dumm? So, wir sind halt auch ganz normale Menschen. Wenn ihr uns oder zum Beispiel Annika so etwas schreibt und sie bekommt, ist nicht so, dass es mal eine Nachricht ist. Auch das fände ich schon komplett beschissen, aber es sind halt Hunderte am Tag. Versucht euch mal in die Lage zu versetzen, dass ihr solche Nachrichten bekommt. Das tut keiner Beziehung gut. Ich kenne von anderen Freunden von mir, das sind auch YouTuber, eine Story. Da lag der Freund bei seiner Freundin im Bett. Die Freundin ist am Handy und bekommt eine Nachricht, in der steht: Hey, wir haben gerade deinen Freund bla 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 mit einem anderen Mädchen im McDonald's gesehen. Die haben Händchen gehalten. Konnte halt gar nicht sein, weil die halt seit 2 Tagen zu Hause im Bett lagen. Ich finde es halt so krass, was wir als Influencer uns anhören müssen. Ich habe noch eine Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Ich weiß nicht, was von euch mitbekommt. Ich spiele momentan in einer Serie mit, wo jeden Tag eine neue Folge kommt. Die Serie ist Krass Klassenfahrt. Könnt ihr auch hier auf YouTube gucken. Jeden Tag kommen neue Folgen. In dieser Serie, das soll jetzt gar keine Werbung sein, in dieser Serie gibt es halt einige Szenen, wo ich was mit anderen Frauen habe oder Mädchen. über was flüstert ihr denn? Wir trinken später ein, ja? Wir trinken noch. Ja. Ich komm wieder gleich. Ja, Schatz, wohin geht's? Wir trinken später noch eins zusammen. Da ich in dieser Serie halt die Rolle von einem Fuckboy habe, so. Hör auf, Fotos! Ich mach Beweisfotos, Fremdgeher! Und wenn ihr wüsstet, wie oft sich Annika anhören oder auch ich, auch wie viele Nachrichten ich bekomme. Ist das für Annika in Ordnung? Was sagt eigentlich Annika dazu? Was bist du denn eigentlich für ein Freund? Schämst du dich nicht? Ich denke mir halt so, denkt ihr euch? Es geht euch doch überhaupt nichts an. Ich rate euch einfach, lebt euer eigenes Leben. Und ich freue mich total über jeden, der mein Leben mitverfolgen möchte und meine Videos sich anschaut. Ich empfehle euch, wenn ihr das, was ich hochlade, nicht mehr witzig findet oder euch denkt so, warum macht er das? Dann könnt ihr halt einfach entfolgen. Ist halt, dafür ist diese Funktion da. Man kann mich sogar blockieren, wenn ihr das wollt. Dann wird euch ziemlich sicher nichts mehr von dem angezeigt. Im Endeffekt, Annika und ich, wir können machen, was wir wollen. Und wenn wir beide uns dazu entscheiden würden, nicht mehr zusammen zu sein oder eine Dreierbeziehung haben, wir nehmen doch Annikas beste Freundin mit rein, weil sie sich in ihre beste Freundin verliebt und ich mich in ihre beste Freundin verliebt und sie sich in uns beide verliebt und das einfach passt. Das wäre total merkwürdig, vielleicht für den Großteil von euch. Aber auch das wäre in Ordnung so. Wir können halt machen, was wir wollen. Das müsst ihr einfach so hinnehmen. Ich freue mich über jeden, genauso wie Annika, über jeden, der unsere Videos guckt, unsere Fotos anschaut und kommentiert, liked. Trotzdem gibt es Grenzen. Ich hoffe, dass ihr durch dieses Video so ein bisschen mehr verstanden habt, was
okay ist und was nicht okay ist. Ihr seid Schauer. Das, was euch angeht, ist das, was wir hochladen, und zwar nur im Unterhaltungsfaktor. Und der Rest hat euch eigentlich nichts anzugehen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt oder andere Meinungen oder irgendwas nicht richtig verstanden habt, dann bete ich euch, schreibt in die Kommentare, ich werde das alles durchlesen. Vielleicht kommt noch ein zweites Video, wo dann die Fragen unter dem Video beantwortet werden, wenn es denn Fragen gibt oder Menschen etwas nicht verstehen oder anderer Meinungen sind. Heute hat Annika ein bisschen weniger geredet, beziehungsweise fast gar nicht. Aber ich wollte sie irgendwie trotzdem dabei haben, weil es ja einfach mit um sie auch geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne bewerten, Daumen nach oben oder auch nach unten. Nach unten ist natürlich nicht so angenehm, aber dann ja, dann... Ich finde, es geht bei YouTube nicht um Likes, sondern tatsächlich um eine Bewertung. Wie war das Video? Wie finde ich den Inhalt in dem Video? Und oft wird das vergessen, eine Bewertung zu geben. Ich gebe mir Mühe, ein Video zu machen, und ich möchte gerne sehen, wie findet ihr das. Also gerne bewerten, kommentieren, abonnieren. Wow, wir haben fast 100.000 Abonnenten auf diesem Channel. Dann rastet es komplett aus. Ich habe in den letzten paar Tagen fast 40.000 Abonnenten gemacht. Ich bin unfassbar, wie sagt man, überrumpelt von diesem Erfolg hier auf YouTube. Über 80% meiner Zuschauer, die meine Videos angucken, haben mich noch nicht abonniert. Bedeutet, und ihr könnt euch auf nächste Zeit freuen. Da kommt eine Menge krasser Stuff. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und hier kommt ihr zu meinem momentan absoluten Favorite-Video. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren. Mir lag das auf der Seele, ich muss das loswerden. Ach ja, willst du Tschüss sagen? Und dann so Hand auf die Kamera. Du sagst Tschüss, ich mach die Hand auf die Kamera. Tschüss! Das war toll. Echt? Toll nicht.